Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis, immer noch aus Hamburg. Ja, und heute geht es mal wieder um ein Einzel-Review, und zwar von Atkinson 44 Gerrard Street. Ich muss jetzt denen mal ein Einzelvideo widmen. Wow, schon dieser Flakon, schaut euch das an. Absolut nice. Orange und schwarz, das ist schon so immer sehr geil. Und ja, jetzt dieser Duft zum Sommer hin kommt richtig gut. Oh, wollt ihr mehr wissen? Dranbleiben. Freunde, so, jetzt geht's los. Aber bevor, schaut in die Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall Mitglied zu werden, macht das. Schaut auch gerne mein Merchandise. Und wie gesagt, für alle Neuen, lasst mir gerne ein Abo da. Das ist natürlich klar, das wird mich freuen. So, 44 Gerrard Street von Atkinson. Warum finde ich den eigentlich so gut? So, nehmen wir das mal weg, dass da Orchidee drin ist. Ich habe nichts gegen Orchidee, aber es ist so eine Nebensache so ein bisschen. Kriegt ihr nicht viel mit. Grundsätzlich bei diesem Duft, es ist ein leicht süßlicher Duft, ja, aber Eukalyptus und Ingwer ist die Hauptrolle oder spielen die Hauptrolle. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie geil das ist. Schön Eukalyptus und Ingwer. Und dazu kommen wir gleich noch Limette. Geil. Dieses Zusammenspiel, diese zitrische Frische, die er hat, aber auch durch... Also wenn ihr Ingwer so ein bisschen mit Zucker übergießt, das gibt, ich glaube, es gab, oder es gibt so eine weichen Kau, na, Bonche sind das nicht, so eine Gelee auch nicht, so eine Ingwer, so ein richtiger Ingwer mit Zucker rum. So, kennt ihr die noch? Oder kennt das jemand? Schreibt mal unten in die Kommentare, wer das kennt übrigens. Habe ich das lange nicht mehr gegessen, das war eigentlich ganz geil immer, aber Zucker eben so viel drum. Aber denn ein Ingwerstück mit Zucker. Und so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Aber erfrischend trotzdem, und die Limette macht es ja auch sehr cool. Ihr kennt ja zum Beispiel bei Malibu Party in Sebay, habt ihr ja auch diese Limette mit so ein bisschen leicht süßlichen Touch. Und so müsst euch diesen Duft vorstellen. Nicht ähnlich wie, ich verstehe das jetzt nicht falsch, nicht so wie der Duft, nein, aber diese Limette, diese süße oder leicht süße, spritzige, doch frische, aber süße Lamette, wollte ich schon sagen, Limette. So, und so müsst ihr euch das vorstellen. Der Ingwer kommt richtig an und der Eukalyptus macht es dann eben frisch, aber es ist ein frischer, leicht süßlicher Duft. Ja, der richtig geil rüberkommt im Sommer oder jetzt, wenn es warm ist. Haltbarkeit sind wir bei 7-8 Stunden und die Ziage ist Mittelmaß, sage ich mal so. Aber er ist da, es ist präsent, es ist schon sehr, sehr schön. Und ich finde das schade, meistens ist nur Save the King oder wie der heißt von der Brand. Aber hier, den durft man schon wegen dem Flakon. Ich habe mich sofort verliebt, ich habe den auf Sylt gekauft und habe mich sofort verliebt. Was heißt sofort? Ja, eigentlich schon sofort. Ich habe ihn aufgesprüht, bin dann aber nochmal losgegangen und aber schon beim Aufschlag gesagt, oh, geiler Duft. Ne? Und dann war ich noch eine Weile da und dann bin ich durch die Stadt gelaufen und habe immer dran gerochen. Aber noch auf den Weg zum Strand bin ich umgedreht, gesagt, nein, ich hole mir den jetzt sofort. Wir können auch auf dem Rückweg, nein, ich mache es jetzt. Und das ist doch schon ein sehr geiler Duft. Und wer den noch nicht kennt, muss den unbedingt mal probieren zu bekommen. Eine Abfüllung oder eben, wenn ihr irgendwo im Store seid und die haben die Brand hier, selbst Douglas hat diese Brand oft, dann solltet ihr auf jeden Fall mal zuschlagen. Bin der Meinung, ja doch, Douglas hat die auch. Und ist geil. Also wer Ingwer macht, ne? Wer Ingwer macht, wer dieses Süße ein bisschen macht, wer was Zitrische, was Limetten-Style macht und wer auch Eukalyptus macht und überhaupt so eine Art frisch, süß, ein bisschen leicht frisch. Also versteht mich nicht falsch, das ist hier nicht aber pure Süße. Nein, hier schwingt die Süße nur im Mittelteil hier. Das ist auch echt schon geil gemacht. Ne? Also schaut euch nochmal an. Vielleicht kann der Fokus das. Das ist schon geil. Also ganz ehrlich, das ist ein richtig schöner Flakon, der richtig gut gemacht ist. Kann man nichts gegen sagen. Sehr schöner Flakon. Also, weiß nicht, wie das so rüberkommt. Geil. So, nur der Duft ist auch gut. So, und da habt ihr beides. Vom Preislichen her ist das klar, was ihr da bekommt. Oh, ich musste lügen. Ich werde es unten, oder am Anfang habe ich es eingeblendet, oder ich werde es einblenden. Es ist für diesen Duft gar, das ist jetzt nicht zu übertrieben und das sind 100 ml und das kann man machen.
Das kann man mal machen. So, wenn man richtig mal einen außergewöhnlichen geilen Sommerduft haben will, den nicht jeder trägt und den wird nicht jeder tragen. Es ist nun mal Faktum, wie ich immer so schön sage. Es ist Faktum, dass da draußen nicht so viele Leute mit diesem Duft rumlaufen. So, da draußen laufen, wenn du überhaupt Parfüm riechst bei Leuten, sind das immer dieselben Düfte meistens. Die Designer, was nicht schlimm ist, gleich vorweg, aber es ist immer nur mal dasselbe. So, und den werden ganz wenige tragen. Und das ist das Geile. So, 44 Gerard Street von Atkinson solltet ihr auf jeden Fall testen und ihr werdet einfach anders riechen wie, ja, wie andere. Und das ist das Geile, das ist das Geile. Ja, so ist das. So, es ist warm wieder, aber endlich mal, ne, was heißt, also übertrieben warm ist es jetzt auch nicht, also jedenfalls nicht hier oben. Und naja, egal, Hauptsache Sonne scheint und ja, man ist ein bisschen entspannter drauf und so weiter. So, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schreibt mal unter, habt ihr auch diesen Duft? Wollt ihr euch den, ja, kaufen? Habt ihr Bock auf den? Wie findet ihr den? Wenn ihr ihn noch nicht habt, trotzdem, das würde mich mehr interessieren. Und dann denke ich mal, bin ich jetzt raus und dann sehen wir uns bald wieder.